Unter falschem Namen einkaufen, in Netzwerksysteme von Unternehmen einbrechen oder kriminelle Finanzgeschäfte abwickeln. Im weltweiten Netz soll es 2011 geschätzt rund 5,5 Milliarden Cyberangriffe gegeben haben. Hinter den Angriffen stecken längst keine Kleinkriminellen mehr. Viel gefährlicher, so Experten, seien die sogenannten IT-Professionals. Die kann man wie Söldner im Internet für Cyberangriffe buchen, erklärt Christoph Meinl vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Da gibt es im Internet Möglichkeiten, sich solche Aufträge zu kaufen, also ein Botnet einrichten zu lassen, mit Millionen von Einsatzpunkten, um dann eine bestimmte Mail zu schicken oder einen bestimmten Denial-of-Service-Angriff zu fahren. Durch diese technischen Manipulationen können die Server, selbst große Anbieter, zusammenbrechen. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres gingen nach Angaben eines amerikanischen Webunternehmens 41% der Online-Angriffe von China aus. Ein Zehntel der Angriffe kam aus den USA, viel weniger dann aus der Türkei und Russland. Allein in Deutschland lag der Schaden durch Internetkriminalität 2011 laut Bundeskriminalamt bei mehr als 70 Milliarden Euro. Dabei sind die Angriffsmöglichkeiten vielfältig. Ob als E-Mail-Anhang, per Internetbefehl oder durch die Nachlässigkeit von Mitarbeitern. Das macht den Schutz davor so schwierig. Absoluter Schutz gibt's nicht. Sie können das gerne vergleichen mit Gesundheit. Wir versuchen uns zu schützen vor Krankheit und trotzdem werden wir immer wieder Krankheiten erliegen. Fakt ist, Cyberkriminalität richtet großen Schaden an. Auf Dauer kann es sich kein Unternehmen leisten, diese Gefahr zu ignorieren.